hasse anzufangen. Ich habe es immer gehasst. Nicht, dass ich hier Lampenfieber gehabt hätte. Nein, nein, in all den Böhnen ja nicht. Aber es ist ein mieses Gefühl, wenn du nicht anders kannst, wenn du einfach musst. An die Maus in der Falle. Ein Ausweg bleibt dir noch. Geh in dich. Erich Kästner. Ende des Zitats. Hilft nichts, Elisabeth, dann noch so durchschreitest. Mädchen, fang an! Mikado, Mikado. Ein Bündel in der Hand. Bettgeschichten bedeutet immer nur Betten. Als ob es nicht auch noch andere Bündel gäbe. Und lass das Ding da los, ich erschieße mich schon nicht. Ehrenwort? Ehrenwort, ich hab's überlegt, ich mag nicht mehr. Du hast das arme Kind völlig verwirrt, du geiler alter Bosch. Also, was du hast alle Naturgesetze über den Haufen geworfen. Du wirst dich hier nie wiedersehen, verstanden? Wahnsinnig, Charlotte. Ich hab sie dir gegeben. Du hast mir nicht ge... Charlotte. Du hast mir nichts gegeben. Ich hab sie dir nie angegeben. Hast du nicht? Ich hab sie nie gegeben. Ich hab sie dir in die Hand gegeben. Nicht? Nein, vielleicht hast du sie selber. Ich. Wir sind gute Architekten, sehr nützliche Insekten. Trotzdem will uns arme Spinne keiner wirklich lieb gewinnen. Wir tanzen fröhlich in den Spinnennetzen. Wir schweben über Straßen, über Plätzen. Wenn wir auf den Fäden schwingen, über große Gräben springen, Spinnenlieder singen. Sind wir manchmal nicht bei Sinnen, doch das heißt nicht, dass wir spinnen. Doch das heißt nicht, dass wir spinnen. Ich heiße Andrea Nietzsche, ich bin Schauspielerin aus Wien und ich bin jetzt seit 2005 fertig ausgebildete, staatlich geprüfte Schauspielerin. Ich habe relativ spät angefangen, habe als ersten Beruf als Kindergartenpädagogin gearbeitet, aber ich wollte immer Schauspielerin sein, seit ich 12 bin. Da hat meine Liebe fürs Spielen angefangen. In der Schule, im Gymnasium, haben wir ein Freifach gehabt, Bühnenspiel. Und da habe ich mich zum ersten Mal in der Schule eigentlich so richtig wohlgefühlt. Und 2000 war ich dann bei den Salzburger Festspielen als Statistin. Einfach nur einmal über die Bühne gehen und da ist meine Liebe fürs Theater wieder hochgekommen. Und da hat meine Kollegin gesagt, okay Mädel, du musst das machen, sonst bereust du es irgendwann. Ja, und dann bin ich auf die Schule des Theaters gegangen, zur Ingrid Sturm, und habe dort die Schauspielausbildung gehabt und hatte dort auch die Zeit, die Schauspielerin zu werden, die in mir angelegt war. Weil, wie ich angefangen habe, war ich so, Entschuldigung, darf ich bitte Schauspielerin sein? Das wäre so mein Traum. Und dort habe ich gelernt, einfach, so banal es klingt, mich selbst zu finden und das Selbstbewusstsein zu bekommen, dass das, was ich will, nämlich Schauspielerin sein, dass ich mir das einfach erfüllen kann und darf. Ich mache sehr viel Theater. Das macht mir wahnsinnig Spaß, weil dieser direkte Aspekt, dieser Live-Aspekt und dieses über Wochen und Wochen Eintauchen in eine Rolle und eine Rolle kennenlernen, das ist einfach meins. Das liebe ich an meiner Arbeit. Aber Dere, ich bin jetzt da, weil ich wissen will, wer mein Urenkel, den Edi, angesagt hat. Bitte alles der Reihe nach, den Namen bitte mal zuerst. Von wem? Von Ihnen. Bei Edmund Sagbauer. Meine Nachbarin wurde von ihrem Freund geschlagen und jetzt sitzt sie bei mir in der Wohnung und traut sie nicht mehr rauf. Ja, bitte nehmen Sie am Fest, bitte nehmen Sie am Fest, mein Freund, der hat auf mich eingeschlagen, bitte nehmen Sie am Fest. Wo ist der jetzt? Danke. Na? Bitte! Was mich? Bitte! Bitte! Thank you.
dir irgendwas? Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Und auch noch mit ihm? Was denkst du dir da eigentlich dabei? Verdammt nochmal, ich habe so eine Scheiße echt nicht verdient. Ich bereue nicht, das getan zu haben, okay? Hast du vielleicht schon mal an unser Kind gedacht? Na, was glaubst du? Hat dir das Video gefallen? Soll ich ihr vielleicht das nochmal zeigen? Nee, Stella, tut's mir leid! Ach was. Etwas spät ist er eins nicht. Meinst du nicht auch? Und was jetzt? Hast du für das Ganze vielleicht eine passende Antwort bereit? Oder fällt dir jetzt vielleicht nichts mehr ein? Was sag mir jetzt? Eigentlich will ich es, glaube ich, gar nicht wissen. 3 Tage im Güterwagen. In einer Werft mussten wir rund um die Uhr Teile für Flugzeuge und Schiffe herstellen. Dann wurde die Produktion eingestellt und man zwang uns zur Beseitigung von Bombenschäden. Im April 1945 wurde das Lager dann evakuiert, weil die Alliierten immer näher rückten. Die SS trieb uns durch die Gegend. Bei Stadt Glewe wurde uns der Zutritt ins Lager verweigert, weil im Lager Typhus ausgebrochen war. Wieder weiter. Endlich befreite uns die 82. US Airborne Division von diesen Gewaltmenschen. Zufrieden? Ich liebe Menschen und deswegen liebe ich auch die Rollen, die ich spiele, in die ich eintauchen kann, wo ich ganz verschiedene Elemente einer Person kennenlernen darf. Das interessiert mich. Ganz egal, ob das jetzt eine Blinde ist aus Warte, bis es dunkel ist oder eine Transsexuelle aus Was heißt hier Missbrauch, macht der Reiter Plumps. Vollkommen egal. Mich interessiert der Mensch. Und ich glaube im Endeffekt, dass Schauspielerei auch ein sehr sozialer Beruf ist, weil was machen wir Schauspielerinnen und Schauspieler? Wir bringen euch Freude. Wir berühren, wir lenken euch ab von was auch immer da draußen ist. Es ist ja auch so, wenn ich mir irgendwas anschaue, ein Theaterstück oder eine Serie, dann möchte ich abgelenkt werden, dann möchte ich berührt werden. Und darum, finde ich, geht es ganz stark im Schauspiel. Und für mich ist es einfach ein ganz besonderes Erlebnis, wenn ich eine Rolle kennenlernen darf, wenn ich in diese Rolle eintauchen darf. Und worum es mir ganz stark in meiner Arbeit auch geht, ist Ehrlichkeit. Ich finde, man muss in der Arbeit so ehrlich, wie es einem möglich ist, sein, damit man eine Person auf die Bühne stellen kann, wo man andocken kann, wo man Gefühle empfinden kann als Zuschauerin und Zuschauer. Das ist das, was mich interessiert.